Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farmexperten 2016. Mein Name heißt Gardehol und ist gleich unten irgendwo eingeblendet. So, wir gucken mal eben. Fertig. Wir könnten weiter simulieren. Ich möchte aber mal eben einmal diesen komischen Hänger da von der Straße holen. Ich weiß nämlich nicht, was das sein soll. Dann können wir den gegebenenfalls auch verkaufen. Und durch die dadurch vereinnahmten Gewinne dem Ziel etwas näher kommen. Was ist denn das hier? Dem Ziel etwas näher kommen, unseren Stall zu kaufen. Ich weiß nicht warum, aber ich speichere mal lieber kurz. Ist nur so ein Gefühl. Ah, ist es noch so ein Ballenanhänger? Aber warum ist der... Das ist doch der gleiche wie der hier, oder? Nee. Oder? Weil ich nicht. Wo haben wir denn da zwei von? Würde ich sagen, verkaufen wir. Und schauen wir mal, wo wir dann mit dem Geld hinkommen. Aber der ist total verborgt hier, seht ihr das? Kommen wir da überhaupt mit zum Händler? Ich weiß es gar nicht. Oder ist es eine Schattenkopie von dem anderen? Da ist irgendwas nicht mit in Ordnung mit dem. Keine Ahnung. Jetzt steht er natürlich auch genau hier im Weg drin. Ah, rückwärts geht. Ich hoffe, dass er sich gleich irgendwie bewegen lässt. Wahrscheinlich durch das Zurücksetzen, dass er so kilometerweit geflogen ist. Na, jetzt müssen wir das irgendwie so in die Richtung drehen, dass wir zum Händler damit kommen. Alter. Ja, manchmal hat das Spiel auch komische Fehler. Also wir haben 41.000 im Konto. Wenn wir dieses Ding hier verkaufen, dann haben wir das doppelt gekauft, weil es einmal weggeflogen ist oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Dann haben wir zumindest jetzt dann die Kohle auf dem Konto, die wir brauchen, um möglicherweise den Stall auszubauen. Die werden wir aber eh bekommen. Ah, jetzt hat es, glaube ich, gelöst. Die werden wir ja aber eh bekommen, sobald wir... Ja, mit den Tagen weiter simuliert haben. Da dürfen wir jetzt nicht wieder zu schnell vorsimulieren. Ja, berghoch ist selbst dieser Hänger noch ein bisschen schwer. Und eigentlich brauchen wir den ja auch nicht mehr. Wir brauchen auch den anderen eigentlich gar nicht mehr, wenn wir jetzt nicht Quaderballen, sondern Rundballen testen wollen. Und je eher wir mit den... Also warum mache ich das in dieser Reihenfolge? Ja, ein größeres Feld könnten wir automatisch dreschen lassen und verkaufen. Müssen wir allerdings dann mit dem Hänger irgendwie 35.622 Mal zum Verkaufen fahren. Wenn wir aber die Tiere immer damit füttern und das halbwegs automatisch geht, und das möchte ich ja jetzt erstmal mit Rundballen testen, deswegen sparen wir auf den größeren Stall und auf noch mehr Maisgeschichten, dann ist die Investition, so wie wir es jetzt machen, wahrscheinlich die schnellere. Ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ich würde jetzt mal so aus dem Lameng raus, würde ich jetzt mal so sagen, dem ist so.
Ich trinke mal gerade einen Schluck hier. Übrigens, die Performance ist seit dem letzten Patch irgendwie ganz schön in den Keller gegangen, muss ich sagen. Also bin ich sehr enttäuscht gerade. So. Ich glaube, das war der Kleine noch. Der kleine Hänger, den wir noch hatten. Könnte ich mir so vorstellen. Sind wir bei 50. Es brauchen noch 25.000 durch die Tiere. Ja, und wo wir gerade schon mal hier sind, nehmen wir mal den neuen Autostack-Wagen mit. Da haben einige schon süffisant in den Kommentaren angemerkt. Uiuiuiui. Das birgt Potenzial für weitere Bugs. Verstehe nicht, wie man sich freuen kann, wenn ein Spiel Bugs hat, aber... Ich meine, ich finde es sehr gut, ne? Durch Cattle and Crops sieht man jetzt ganz klar, wie den Leuten von Giants der Arsch auf Grundeis geht. Die fangen plötzlich an, ihre Kunden zu befragen, was die Kunden wollen. Das ist was ganz was Neues. Finde ich gut. Also Cattle and Crops macht da richtig schön Druck. Allein deshalb sollte man Cattle and Crops schon unterstützen, das Spiel kaufen, weil... Sei mal ehrlich, so diesen ganzen Stillstand der letzten Jahre bei Giants, den muss man ja nicht unbedingt geben. Ja, und auch dieses Spiel hier, ne? Wenn Koch da jetzt noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, also nicht nur 80.000, sondern ja, ein bisschen mehr. Das ist jetzt nur eine Zahl von mir dahingeschätzt. Dann geht's voran, ne? Wenn selbst Namco Bandai einen Simulator entwickelt mit dem Landwirt, der nächstes Jahr nochmal rauskommt, eine neue Version von den sehr geschätzten Kollegen von VES. Allerdings wird das natürlich ein Spiel sein, das wird Arcade-mäßig, ne? Also es wird definitiv kein AAA-Simulator-Gerät soll es nicht sein, sondern es soll halt einfach nur so ein lustiges Treckerspiel erstmal sein. Und aus der Perspektive heraus bin ich ja echt gespannt, was da kommt. Überhaupt geht ja jetzt der Trend dahin, Simulatoren wieder ein bisschen zu verschieben, wenn man sieht, dass die wirklich noch nicht erntereif sind. Wollte ich gerade sagen. So, der andere Wagen ist noch da, also wir haben nichts falsch gemacht. Und können jetzt voran simulieren. Vorher wird natürlich schön die Maschine weggestellt. Ich frage mich auch, warum wir jetzt den Pöttinger noch haben. Den können wir auch eigentlich verkaufen. Naja. Noch haben wir ja hinreichend Maschinenunterstellplätze. Die werde ich teilweise nicht nutzen. Mal gucken. So, wir gehen hier mal unsere Laube. Und simulieren voran. So. Also, schon wieder den gleichen Fehler gemacht, ne? Dann müssen wir beim letzten Mal dann gleich speichern. Also erstmal gucken wir bei den Tieren. Die haben noch 12.000 Heu und 31.000 Mais-Silage. Die Felder waren alle fertig, das hatten wir schon kontrolliert, ne? Sieht gut aus. Ja, würde ich mir halt farbliche Indikationen wünschen, aber gut, man kann nicht alles haben. Gut, dann simulieren wir mal weiter. Und ihr seht schon, wie das Geld jetzt zunimmt. So soll es ja auch sein. So, 10.000 haben wir hier noch. Können wir eine Nacht warten. Das ist auch schön gemacht. Also ich finde das wirklich cool. So. Die Felder sind natürlich jetzt noch nicht erntereif, ne? Gesäte Feldfrüchte. Wir machen trotzdem immer mal die Hälfte. Nicht, dass ich mich wieder vertan habe und alles falsch ist. Aber wer kann denn schon hier so früh ein Feld ernten? Besät ist alles. Funktioniert. Tiere haben noch, haben sie genug zu futtern. Aber es nimmt rapide ab, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stroh zum Einlagern. Das muss man klar sagen. Was war das jetzt für ein Perk, den ich gerade Level abgekriegt habe? Hm. Genau. So, erntereif ist nichts. Hoffe ich mal. Ziele.
Dann warten wir mal. So, 74.000, da haben wir es doch schon fast. Felder, wir haben jetzt Juni. Juni können wir auch noch nicht ernten. Trotzdem gucke ich zur Sicherheit. Na, nix erntereif. Aber im Juli können wir das. Ja, gucken wir mal. So, da müssen wir auch gleich neues Futter kaufen. Also ihr seht, das Futter wird da in der Tat jetzt doch knapp. Wenn wir jetzt neue Kühe haben, müssen wir also sehr viel zukaufen. Also macht es Sinn, was ich gesagt habe. Nächste Investition wird dann definitiv das neue Feld. Ne? Haben wir also alles richtig gemacht. So. Jetzt nochmal kurz 3, 4, 5 Tage weiter. Dann speichern. So, wie Sie sehen, brauchen wir gleich ganz schnell neues Tierfutter, aber wir brauchen erstmal was anderes. Und zwar gehen wir jetzt mal zum Kuhstall. Der Kuhstall. Hallo Enti. So sieht unser Kuhstall derzeit aus. Da sind die glücklichen Kühe, die Erna, die Elvira, die Olga, die Motte. Sind alle glücklich. Naja, Spaltenboden noch nicht mal. So, und jetzt sagen wir auf Wiedersehen zu diesem Kuhstall. Wir wollen nämlich einen neuen haben. So. Kuhstall. Stall aufwerten. Da ist er auch schon. So, ist das geil oder was? Hallo Mukus. Ja, und dann können wir jetzt theoretisch auch die Ernte beginnen. Ne? So. Können wir nicht. Können wir nicht. Warum auch immer. Wir müssen ja eh jetzt mal eben zum Agrarhändler fahren, neue Kühe kaufen. Und in dem Zuge können wir mal eben bei den Feldern vorbeischauen, warum die wirklich noch nicht reif sind, weil das irritiert mich gerade ein wenig. Wir haben ja Juli. Da sollten die eigentlich, sollte der Weizen eigentlich schon gar sein. Ja, also. Ihr seht, wenn die Gebäude langsam größer werden, scheint es auch mehr Sinn zu machen, wie groß dieser Hof ausgelegt ist. Das haben ja viele gesagt. Naja, da steht dann irgendwie hier eine kleine Scheune und 5 Kilometer weiter steht da noch eine kleine Scheune. Das ist mir alles viel zu groß. Ja, aber wenn die großen Gebäude da stehen, sieht das schon wieder anders aus. So, ist definitiv noch nicht reif. Also die Anzeige stimmt ausnahmsweise. No, mal eben gucken, wo wir hin müssen. Und ja, ich weiß, dass viele Leute immer schreiben, Mensch, fahr doch mal gescheit. Fahr doch mal über die Wege und so, wusste, gibt es den Wege. Ja, in der Regel tue ich das auch, aber es ist echt für ein Let's Play sehr, sehr langweilig, wenn man riesen Umwege fahren muss. Und ich spiele ja für euch da draußen, um euch zu unterhalten. Ne? Und es gibt natürlich viele Leute, die sind davon unterhalten, wenn man das wirklich wie ein Simulator spielt. Das mache ich auch oft genug. Aber es gibt auch Leute, denen das dann vielleicht nicht schnell genug geht. Und dann möchte ich euch um euer Verständnis bitten, dass ich entsprechend dann auch mal abkürze. So, wir brauchen neue Elviras. So, 5 Kühe konnten wir bisher. Jetzt guck ich mal, wie viel können wir denn jetzt? Auf jeden Fall schon mal deutlich mehr, aber wie viel weiß ich gar nicht, weil wir haben nicht mehr genug Geld. Toll. Dang it. What did you know? I don't know. Wir könnten... Wir sind ja clever. Wir könnten hier bleiben und jetzt einfach die neuen
So, wir könnten hier bleiben und einfach die neuen Kühe dann kaufen, wenn wir das Geld dafür haben. Aber bei dem Sauwetter brauchen wir auch nicht ernten. Ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge vom Farmexperten 2016. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen!